This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. So, herzlich willkommen, Jörg hier von Joggler 66, Stunde der Wahrheit nochmal, und wir fangen jetzt heute am 16. September 2009 unsere zweite Stunde an. Wir hatten gerade die erste Stunde der Lesung von Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht hinter uns gebracht. Und jetzt sind auf Skype die Mikrofone geöffnet und ein jeder ist herzlich eingeladen, der an diesem Gespräch teilnimmt, um seine Fragen zu schicken, und zwar in mündlicher Form, in schriftlicher Form, wie auch immer. Ich schätze es sehr, dass ihr alle dran geblieben seid, und dann könnt ihr ja jetzt mal eure Fragen stellen. Ich werde probieren, die hier und da, wo ich kann, mit irgendwelchen Bildern zu hinterlegen. Und dann können wir jetzt eine Diskussionsrunde angehen. Bitteschön. Vermutlich die Fragen waren jetzt in erster Linie, denke ich mal, so technischer Natur, ne, oder so sachverständiger Natur, wo man jetzt Bibelstellen am besten nachschauen kann und so. Und da sind wir gerade bei dem Punkt, sage ich mal. Naja, so viel über die Bibel haben wir ja nun in diesem ersten Vortrag von Henry Grettengillis noch nicht gesprochen. Es geht ja noch nicht ans Eingemachte, da fangen wir erst in der nächsten Sendung mit an. Heute ging es vor allen Dingen darum, erstmal die Fundamente zu legen für diese Lesung. Ich glaube, das ist auch soweit ganz gut gelungen. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass das soweit ganz gut rüberkam. Für mich selber, fürs Verständnis war es jedenfalls so. Und natürlich, ich habe da ja heute mit Maximilian auch nochmal drüber geschnackt, als er kam mit Problemen zu mir über den dritten Vortrag, wo er meinte, hier und da vielleicht etwas nicht so gut übersetzt zu haben, wo ich ihn dann von überzeugen konnte, dass das doch eigentlich ganz gut war. Nur es ist halt so, wenn man ein bestimmtes Verständnis nicht hat, dann kann man solche Bücher probieren zu übersetzen, dann versteht man eigentlich nicht, was man übersetzt, und dann kommt man vielleicht ein bisschen ins Schleudern. Ja. Das ist vielleicht auch bei einigen Leuten hier dabei, die die Dinge heute gehört haben. Ich glaube, da sind wahrscheinlich wieder einige Dinge bei, die manche Leute heute vielleicht zum allerersten Mal gehört haben. Dass man dann, selbst nach so einer Lesung, auch hier und da mit Fragen sitzt, dafür ist jetzt ja diese Diskussionsrunde da. Und deswegen hoffe ich auch,
dass wir jetzt eine rege Beteiligung daran haben. Wenn nicht, dann ist das auch nicht weiter schlimm, dann machen wir den Anruf halt zu Ende. Aber ich dachte, dass das vielleicht nötig sei. Ich wusste von damals, als Tom Fress das gemacht hat, da war manchmal eine rege Beteiligung da, zumindest die ersten 20, 25 Minuten. Und dann hat sich das ein bisschen im Sande verlaufen. Wir machen das halt so, wie wir gerne möchten. Jeder ist ja frei, was beizutragen und zu den besprochenen Themen Fragen zu stellen oder Bemerkungen zu geben oder seine Sichtweise zu geben oder vielleicht mich darauf hinzuweisen, dass ich vielleicht auch mal hier und da verkehrt war. Das weiß ich gar nicht. Das höre ich dann ja gerne von euch. Ich habe sowas ja auch noch nicht gemacht. Für mich ist das genauso eine Premiere wie für euch, dass das auch ist. Also, bitteschön. Zu leise. Zu leise? Ja, zu leise. Besser? Nicht echt. Bisschen. Jörg? Ja? Mein Videoaufzeichnungsdauer, was er hier gemacht hat, ich weiß nicht, warum er es abgebrochen hat, ist 1 Stunde 4 Minuten 52 Sekunden. Das ist doch so ungefähr alles, ne? Nur zum Check, nur zum Abgleich, Mann. 1:04:52. Und gut hin, glaube ich. Das Video, das ich aufgenommen hatte mit der Kamera, war 1:01:33. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Intro da vorne vor. Ja, oh, das ist doch in Ordnung. Die Frage ist nur, warum das selbsttätig abgebrochen hat. Das wird wahrscheinlich am dümmsten anzunehmenden User sein. Also mir. Es wird vermutlich an mir liegen. Das erste Bild, was ich von der Kamera sehe, ist so ungefähr so bei 6 Minuten. Also habe ich ungefähr 58 Minuten aufgenommen. Ah, okay. Ja. Ist ja auch nur ein Backup. Mein Video ist ja anscheinend geglückt. Das läuft jetzt, das formatiert jetzt auf dem Laptop, lädt das Audio und dann kann ich das Video da zurechtschneiden. Dann heißt es jetzt Rolls Royce. 16.09.2018, also RR. Ja, ja, genau, hab ich schon verstanden. Also, die ersten Seiten waren jetzt im Wesentlichen grober Überblick, ne, so in dem, oder zum Einstieg auch einfach, denke ich mal, ne, so. Und was mich mal interessiert hatte, war zu der Zeit, die Henry Gretton da beschreibt, ne, wo schon dieser romanistische Einfluss so gewirkt hat, ne, wo er die Zahlen nennt mit den Klöstern und so, ne, wie das zu der Zeit, zum Ende des 19. Jahrhunderts hier in Deutschland aussah, das hätte mich mal interessiert. Und wie die heutigen Zahlen sind dazu. Ne? Also ja. Ich denke mal so, die Steigerung der Zahlen, ja, würde jetzt nicht sagen, dass man das schon von exponentiell sprechen könnte, aber ich habe so eine Vermutung, sage ich mal. Mhm. Okay, schau mal. Als erstes müssen wir dann mal schauen, welche Zahlen nennt Henry Gretton-Guinness hier. Wir gehen dann mal eben ein paar Seiten zurück. Wir müssen hier verstehen, wenn er diese Zahlen nennt, dass er ja von der Zeit des Ende des 19. Jahrhunderts spricht. Ne? Hier, lassen wir die Fakten sprechen. Hier sagt er das. Ne? Und er sagt, ja gut, das geht dann bis... Lassen wir die Fakten. Hopp, komm, hier. So, bis hierhin. So, er spricht hiervon. Vor 50 Jahren gab es in Großbritannien nicht 500 römische Priester, sondern heute sind es zwei, gab es nicht, also gab es noch nicht mal. Ja, das ist jetzt kleiner Übersetzungsglitch hier. Er will hiermit sagen, dass es vor 50 Jahren, also dann sprechen wir von ungefähr 1835, 36, 37, noch nicht mal ganz 500 römische Priester gab und heute, 1887, 1888, sind es 2600. Da müssen wir erstmal verstehen, warum gab es vor 50 Jahren so wenig römische Priester? Warum gab es vor 50 Jahren so wenig römische Kapellen? Warum gab es vor 50 Jahren überhaupt keine Klöster? Und heute 225. Nun, das ist etwas, das werden wir verstehen, wenn wir in den nächsten Lesungen auf zwei Dinge stoßen, die hier in dem Bezug interessant sind. Das ist einerseits der politische Emanzipationsakt der Katholiken in 1829, und zweitens der Beginn der sogenannten Oxford-Bewegung 1830. Das ist das Wiedererstarken des Katholizismus. Ich will jetzt gar nicht vorkommen auf die Lesungen, die noch kommen und damit alle Fragen beantworten. Das nimmt dann ja den Spaß an den kommenden Lesungen oder die Erhellung, die wir dadurch bekommen. England war ein
sehr protestantisches Land bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Und vor allen Dingen durch jesuitischen Einfluss haben die Katholiken in Rom, in Großbritannien mehr und mehr an Einfluss gewonnen und haben dafür gesorgt, dass alles das, was ihnen in den vorhergehenden Jahrhunderten verboten wurde, was ihnen aberkannt wurde, also die Klöster, die Priester, die Kirchen, all die ganzen Sachen, und haben das alles wieder aufgebaut. Ja? Der Katholizismus war in England im 16., 17. und 18. Jahrhundert geächtet. Ich weiß nicht, inwieweit die meisten Menschen damit bekannt sind, aber es war zum Beispiel in England und es war in den Kolonien, also der Zeit vor 1776, der Gründung des Staates der Vereinigten Staaten, als das noch Kolonien waren, war es dort verboten, um Weihnachten zu feiern. Es war Katholiken verboten, öffentliche Messen zu halten. Katholiken konnten nicht am öffentlichen politischen Leben teilnehmen, weil sie durften keine Ämter bekleiden. Weil war Katholiken eben genauso, ne? Zu Bismarck. Ja, ich komme auf Deutschland, komme ich gleich zu sprechen. Ja, okay. Weil es den Protestanten bekannt war, dass ein römischer Katholik seine erste Treue schwört an den Papst in Rom, einen Fremdherrscher und nicht dem Land, in dem er dient. Nun, um zu Deutschland zu kommen, da ist ja auch das Ende des 19. Jahrhunderts sehr interessant, da hatten wir ja damals Bismarck, der das protestantische Deutsche Reich 1871 gegründet hatte. Und dieser Bismarck hat ein Jesuitengesetz erlassen, 1872, mit dem er genau dieselben Schritte in Deutschland durchgesetzt hat, die England jahrhundertelang hatte. Abschaffung der Klöster, Abschaffung der jesuitischen Professhäuser, der ganzen Sippschaft, sage ich mal, der Jesuiten, alles rausgeschmissen und auch den Katholizismus unterdrückt, aber nicht in der Hinsicht, wie England das gemacht hat. Also, sie durften weiter ihre Messe halten, sie durften weiter politische Ämter bekleidern und so weiter und so weiter. In Deutschland war es auch schon sehr fortgeschritten mit der Partei des Zentrum, bereits seit den 1850er Jahren. Da kann man sehr gut drin lesen in diesem einen Buch. Mal eben schauen, dass ich hier das beihole. Warte mal, ich habe da schon öfter drüber berichtet in meinen Videos. Hier, Bismarck und das päpstliche Rom. Das ist ein wunderbares Buch von Arthur Böttling. Ich meine, das ist vom Anfang des 20. Jahrhunderts publiziert. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber können wir eben nachschauen. Da steht sehr viel Interessantes drin über diese Zeit. Ja, 1911 ist das Buch veröffentlicht worden von Arthur Böttling. Und schaut mal hier, es fängt an mit diesem einen Satz. Ich möchte den mal eben kurz vorlesen in Beantwortung deiner Frage. Passt das dazu? Ich glaube, das ist ein sehr treffender Satz, wenn man den mal eben liest. Tatsächlich wird der Kulturkampf niemals zu Ende gehen, wie er streng genommen auch niemals einen Anfang genommen hat. Denn die Kirche, und wir sprechen hier von der römisch-katholischen Kirche, war stets und wird stets sein eine streitende, und zwar in allen Ländern der Welt. Nur der Modus des Kampfes wechselt in größerer oder geringerer Heftigkeit. Der Kampf selbst bleibt das Stetige. Das ist im Grunde der Kampf zwischen Christus und Satan, übertragen auf das Fleisch in dieser Welt. In diesem Buch kann man wunderbar einige Dinge nachlesen über, ich weiß nicht, wo die Inhaltsverzeichnis ist, es spielt auch keine Rolle. Das ist, glaube ich, ganz hinten am Buch erst, ne? Kann man also einiges nachlesen über Deutschland im 19. Jahrhundert und das wird einige deiner Fragen beantworten. Das Buch kannst du gratis im Internet bekommen. Es gibt hier ein Inhaltsverzeichnis auf Seite 451. Gehen wir da mal kurz hin, wenn du möchtest. Ja, weiß ich, bin ich jetzt zu ausschweifend in meiner Antwort? Oder? Sieht mir verdächtig nach archive.org aus. Naja, da kann man das kriegen, ja. Unter anderem archive.org ist ein wunderbarer Brunnen an Informationen. 451, mal eben ein bisschen runtergehen hier. Hier 459, 451 haben wir hier das Inhaltsverzeichnis. Das römische Papsttum, Papsttum und Deutschtum, Preußen-Brandenburg und das Papsttum, Zusammenbruch und Wiederaufrichtung der römischen Hierarchie,
der preußische Kirchenstreit der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts, das Revolutionsjahr 1848-49, das Dogma der unbefleckten Empfängnis und der Syllabus der Fehler, das ist also 1860er, 1870er Jahre. Dann das wäre doch mal ein Buch für einen Geschichtsunterricht eigentlich, ne? Ich habe das Buch selbst jetzt, ich glaube bis Seite 70 oder 80 vorgedrungen. Ja. Ich lese da immer mal so stückweise drin. Also es ist super interessant, ja. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, dieses Buch zu lesen. Die ganzen Seiten hier, das habe ich alle schon gelesen. Bismarck als preußischer Ministerpräsident im Reichstage des neuen Deutschen, des Norddeutschen Bundes, die Polen, das Welfentum, der Kulturkampf in Österreich und so weiter und so weiter. Also es ist ein sehr interessantes Buch, was man hier jetzt an den Titeln auch sehen kann. Im Inhaltsverzeichnis dann der ganze Kulturkampf hier, der Ausbruch des Kampfes. Das ist also erst ab Seite 200, da geht es also wirklich ins Eingemachte dann in diesem Buch. Das Jesuitengesetz wird dann hier eben auch erwähnt, ja, also das Gesetz, mit dem 1872, Napoleon wollte ich gerade sagen hier, Bismarck die Jesuiten verboten hat, das Steuer des Schiffleins Petri seit 1815 wieder in der Hand der Jesuiten, ne? Das ist also die Wiedereinsetzung des Jesuitenordens durch Antichrist Papst Pius VII., dann Todfeinde des Deutschen Reiches, Seminarregens, Muffons, Plädoyer für die Jesuiten und ihre Morallehre, Friedrich der Große und der Jesuitenorden, Eduard Winterthorst, ein Vetter Ludwigs Winterthorst, Rede gegen die Jesuiten, Zivil der Katholiker, das Hausorgan der Jesuiten, in dem geschrieben steht, dass Faschismus die Regierungsform ist, die am konkretesten der Form der römisch-katholischen Kirche entspricht. Ja. Habe ich das so richtig gesagt, Viktor? Ich kriege das immer nicht so ganz auf die Reihe. Ich wollte sagen, wie bei eurem Buch eigentlich. Ne? Ja, ja, Zivil der Katholiker ist das Hausorgan der Jesuiten und das wird hier eben angeführt. Ne? Zivil der Katholiker und Genfer Korrespondenz verraten die Pläne der Jesuiten gegen Deutschland und Deutsch-Österreich. Das sollten vielleicht mal einige Leute lesen. Ja? Hört sich nach einem spannenden Buch an, ja. Ja, ja, das ist sicherlich, es ist natürlich teilweise hier und da ein bisschen trocken und alles drum und dran, aber das ist ganz normal mit einem Buch von fast 500 Seiten. Das ist logisch, aber es gibt unglaublich interessante Dinge in diesem Buch, also das kann ich jedem anraten, nur mal zu lesen. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, wie war es damals in Deutschland? Ja, es ist so, dass in Deutschland durch das Jesuitengesetz halt die Jesuiten verboten waren, aber das beschränkte sich auf die Jesuiten, das beschränkte sich nicht auf den gesamten Katholizismus und Henry Gretton Guinness geht hier halt darauf ein, dass man in England jahrhundertelang den Katholizismus unterdrückt hat, unter anderem, weil im 16. Jahrhundert durch den Babington-Plot auf der einen Seite gegen Königin Elisabeth I., durch die spanische Armada in den 1580er Jahren, 1588, wenn ich nicht verkehrt unterrichtet bin, der spanische König England anfallen sollte, um dort den Katholizismus wiederherzustellen. Dann hatten wir den Schießpulverkomplott Anfang des 17. Jahrhunderts, 1605. 1588 stimmt. Ja, danke. Und viele andere Plotte und Intrigen und Königsmorde, Regicide, wie man das im Englischen nennt, Regicide, Regicide, Königsmorde, die da vorgefallen sind, unter anderem König Edward VI., der einem Attentat oder einem Giftmord zum Opfer fiel und andere Beispiele, die man da noch nennen könnte. Da gehe ich jetzt gar nicht groß drauf ein. Aber die Engländer, die waren verdammt gut gewarnt, was den Katholizismus angeht. Die haben auch eine ganz andere Geschichte. Selbst der Reformation in England fing das ja bereits an im 12. Jahrhundert schon mit der Magna Carta, dass die sich von Rom mehr oder weniger versucht haben loszusagen, dass der König da im Grunde dann vor dem Papst auf die Knie gefallen ist und dass seitdem England ein Lehen des Papstes ist und im Grunde England immer dem Papst unterstellt war, ist eine Sache. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Engländer sehr viel freigekämpft haben, sich von Rom. Das fing dann an mit dem Protestantismus, mit Tyndale, mit John Wycliffe im 15. Jahrhundert, hat sich dann fortgesetzt über Tyndale und dann kamen später eben die anderen, Mortimer, Latimer, die er da schon erwähnt hatte in seinem Buch, damit rein. Also England ist viel rigoroser, sage ich jetzt mal, gegen den Katholizismus vorgegangen, als Deutschland es jemals hätte machen können. Das ist aber auch darin begründet, dass Deutschland immer das Herz des Katholizismus im Grunde war. Weil es hieß ja 1000 Jahre lang, das Heilige Römische Reich
deutscher Nation. Es hat ja immer einen deutschen Kaiser in diesem römischen Reich gegeben. Deutschland war so durch und durch katholisiert worden. Das mussten sie ja auch aufgrund der Geschichte. Deutschland, die Germanen, lagen ja am Grund dafür, dass das römische Reich, das heidnische römische Reich, überhaupt erst gefallen ist. Muss man ja auch mal eben sehen. Und Deutschland war halt sehr, sehr stark vom Katholizismus durchzogen und war nicht so isoliert wie England auf einer Insel und hat sich nicht so vom Katholizismus freisagen können, auch nicht durch die Reformation, wie England das hat machen können. Von daher darf man die Maßstäbe von England nicht auf Deutschland ansetzen. Und in Amerika kann man die auch nur zu Rate ziehen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Und dann war es mit dem Land vorbei. Als es ein Land wurde, war es vorbei. Lass uns mal so sagen. Okay. Habe ich deine Frage soweit befriedigend beantwortet? Nee, wie ist das Buch jetzt nochmal? Bismarck und das päpstliche Rom, ne? Glaube ich. Ja, ich kann den Link gerne hier im Chat posten. Warte mal eben. Ja, Ich hab das ja hier offen. Das können wir ja machen. So, wenn sonst noch jemand eine Frage hat, bitteschön, ich bin hier. Und die anderen auch. Also ist ja nicht nur an mir, um mir Fragen zu beantworten. Ich hätte noch eine kurze Anmerkung. Ja, bitte. Und zwar die Aufzählung hier, wie sich die Anzahl der Priester vervielfacht hat und der Kapellen etc. Das erinnert mich so ein bisschen auch an die Aufzählung in Tabasaucis Buch Rulers of Evil, wo er ja auch erstmal berichtet, wie die Anzahl der jesuitischen Bildungseinrichtungen in den USA sich vervielfacht hat, etc. etc. Und ja, da sehen wir ja eine ganz klare Parallele, dass sich einerseits der Trend fortgesetzt hat. Andererseits kannst du ja mal sagen, ob du es auch so siehst, sieht man vielleicht auch so ein bisschen, dass von den reinen Glaubenseinrichtungen der Trend halt nach und nach immer mehr ging zu jesuitischen Schulen, die wahrscheinlich gar nicht so viel Glaubensinhalte lehren, sondern die Leute einfach nur, ich nenne es jetzt einfach mal, auf atheistische Weise schulen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, auf was du bei Tapasorsi anspielst. Tapasorsi hat ja nun nicht besonders viel gesprochen von katholischen Einrichtungen oder sowas. Tapasorsi hat gesprochen davon unter anderem, ich glaube auf Seite 100, 160 oder was, wo er davon sprach, wie sehr sich das Lehrsystem in Amerika verändert hatte aufgrund der Universitäten, wo er meinte 1914 wurde in 90% der amerikanischen Hochschulen noch ein verpflichteter Geschichtsunterricht gegeben und 1939 und 1964 nur noch 50% und 96 nur noch eine von 50 Schulen. Daran kann ich mich erinnern aus Herrscher des Bösen, sonst wüsste ich jetzt im Augenblick nicht, wovon du sprichst bei Herrscher des Bösen. Vielleicht kannst du das mal konkretisieren? Ja, ich habe es jetzt ja auch nicht vorliegen, aber an einer Stelle zählt er ja auch auf, wie die Anzahl der jesuitischen Einrichtungen halt gestiegen ist. Und wie viele Leute doch in der Politik Katholiken sind. Ja, das ist ganz am Anfang, das ist im ersten Kapitel. Aber da spricht er nicht von katholischen Einrichtungen. Da spricht er davon, wie alle Zustände des säkularen Lebens in den Vereinigten Staaten von Amerika von römisch-katholischen Amtsinhabern geregelt werden. Und dann zählt er alles auf, was das Leben angeht. Also Fischerei, Gesundheit, Militär, Telefon, Wirtschaft, Handel, alles drum und dran. Das ist im ersten Kapitel, Heilige Allianz. Da kommt das drin vor. Aber da spricht er nicht von Klöstern oder sowas. In Amerika hat es nie besonders viele Einrichtungen gegeben. Und selbst wenn, also da spricht er eigentlich nicht von. Bin ich mir jetzt jedenfalls nicht von bewusst. Ne, genau, das wollte ich in der Art und Weise eigentlich auch sagen. Also beides ist ja sicherlich der römisch-katholische Einfluss, der einfach hier beschrieben wird, wie er im Wachstum begriffen ist. Und ich finde auch gerade, dass man vielleicht an der Art der Aufzählung sieht, dass sich über die Zeit das Wirken der katholischen Kirche einfach mehr in den atheistischen Bereich verschoben hat. Also dass sie das Lehrsystem völlig unabhängig von den katholischen Einrichtungen so stark dominieren und prägen. Ja, das ist die Aufgabe der Jesuiten. Ne? Sie haben sich zur Aufgabe gesetzt, mit dem Prinzip des Lernen gegen das Lernen mit Hilfe des Ratio Studiorum dafür zu sorgen, dass die Leute von Bibelstudium und Bibellehre abgebracht werden und die gnostische, menschliche Lehre annehmen. Deswegen sprechen wir bei den Jesuiten von Pseudowissenschaften
Und die meinen natürlich, alle wirklichen basierenden, auf der Bibel basierenden Wissenschaften wären Pseudowissenschaften. Das ist ja wieder was anderes, ne? Das ist aber irgendwo auch ein wichtiger Punkt, ne? Dass irgendwie alles, ich sag mal, dem Bösen oder Satan recht ist, ja, solange es eben nicht die Wahrheit ist, die eine. Ne? Und da gibt es halt so viele Sachen einfach. Und ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Punkt. Ja, ich sage immer, dem Teufel ist es egal, welche Lüge ihr glaubt, solange ihr nicht an die Bibel glaubt, ne? Wir sind alle irgendwo Jesuiten, wenn es danach geht, so in dem Sinne, weil ganz egal, was wir so als wichtig oder Arbeit oder Studium oder sonst irgendwie machen, wir sind da, hängen da alle irgendwo mit drin. Ne? Hermann deshalb, van Rompuy, ne, mit seiner Aussage, ja, wir genau, sind alle Jesuiten. Ja, Quote da, ne? Da muss ich mal dran denken, ne? Wenn es danach geht, sind wir alle römisch-katholisch erzogen und sind irgendwo alle irgendwie jesuitisch, ne? vom Bildungsdings her, sage ich mal. Das ist richtig. Wir kommen nur durch die Gnade Gottes aus diesem System raus. Ja, genau. Ja, ist erstaunlich. Ja, genau wie Henry H., also wie Gretchen Guinness hier dann auch sagt, dass wir gerade bei uns selbst dann auch anfangen müssen, ne, irgendwie. Wie war das da in den ersten Sätzen? Hat sie da auch gesagt. Ich meine nur, ne, da trifft das halt auch irgendwo zu. Ne? Wenn es danach geht, dann sind wir das alle irgendwo ein Stück weit. Da war doch vorhin eine weibliche Stimme, die eine Frage stellen wollte, die wir nicht verstanden hatten, weil er so leise war. Bist du noch da? Nee, anscheinend nicht. Tja, ich hatte gehofft, dass da ein wenig mehr Aktion kommen würde. Hat denn keiner irgendeine Frage oder Bemerkung zu dem ganzen Thema oder möchte eine andere Sache besprochen haben, die man vielleicht an das Thema linken kann, das wir heute Abend besprochen haben in der ersten Lesung von Romanismus und die Reformation aus der prophetischen Sicht? Naja. Ich würde halt einfach mal anmerken, dass der Henry Gretchen Guinness doch recht positiv eingestellt ist oder mir zu optimistisch erscheint, wenn er meint, dass die Reformation bzw. die Protestanten sich alle vereinigen könnten. Aus dem kühlen Grunde, weil die Taktik des Römischen Reiches ja immer gewesen ist, divide et impera. Und das macht ja vor dem Protestantismus nicht halt. Deswegen ist das Volk, egal ob sie jetzt politisch siehst oder religiös siehst, zwar immer mächtiger als die paar Püppchen, die oben sitzen, aber sich dessen nicht bewusst, weil das Volk sich nicht gleichschalten kann. Ja, ich glaube, Michael, du musst in diesem Punkt, den du da im Grunde für den ganzen Protestantismus zu Recht anführst, mal eben unterscheiden, dass Henry Gretchen Guinness hauptsächlich von dem Protestantismus spricht in England. Okay. Und in England haben wir eine nicht so große Zersplitterung des Protestantismus, wie wir ihn auf dem Kontinent oder weltweit kennen. In England ist der Protestantismus hauptsächlich Ausdruck der anglikanischen Kirche. Nur die anglikanische Kirche ist für mich überhaupt keine richtige protestantische Kirche. Aus dem einfachen Grunde, weil die anglikanische Kirche mit ihrem Westminster-Bekenntnis sehr katholisch ist, wenn man das Westminster-Glaubensbekenntnis durchliest. Da ist noch sehr viel römischer Sauerteig drin, genau wie ich das bei Luther auch mit angeführt habe. Und ansonsten gibt es gar nicht so viele verschiedene Glaubensrichtungen, protestantische Glaubensrichtungen, die sich in England entwickelt haben. Das kommt eigentlich viel mehr aus den Kolonien, aus Amerika. Wenn wir über die Presbyterianer, die Methodisten, die Baptisten und sowas denken. Das sind ja viele Dinge, die sich in Amerika viel mehr durchgesetzt haben. In England war der Protestantismus eigentlich mehr oder weniger vereinigt, hauptsächlich in der sogenannten anglikanischen Kirche, über die ich ja gerade gesagt habe, was ich von ihr halte. Das ist halt Henry Gretchen Guinness, seine Sicht ist aus englischer Sicht geschrieben. Das muss man sich bei dem Buch bitte immer vor Augen führen. Man darf das da nicht weltweit sehen. Aber im Prinzip hast du natürlich, was es weltweit oder das außerhalb von England angeht, hast du natürlich recht, ja. Ja, es ist nicht nur das, es geht ja eigentlich noch einen ganzen Schritt weiter. Es ist ja, geht ja eigentlich weiter, dass wenn wir die Bibel als Wort Gottes, als authentisch und wahr und wörtlich nehmen, wir ja eigentlich sagen können, würden die Protestanten sich komplett vereinigen, würde sich die Prophezeiung, also die Offenbarung des Johannes, ja nicht erfüllen.
Protestanten aller Länder vereinigt euch, ne? So wie Marx und Engels gesagt haben. Ne? Das ist gar nicht möglich. Bitte? Hallo, hallo, das ist Alexander. Ja, ja, aber das ist ja gar nicht möglich, weil der Ökumenismus ist ja schon da. Also in der reformierten Kirche ist der Ökumenismus so tief eingedrungen, dass ja gar keine Kritik mehr möglich. Von dem her, wie soll ich sagen, ist dieser Aufstand gar nicht mehr möglich. Also ich sehe es ja, naja, in die Gemeinde gehen, es ist eine, also wirklich zum Haare reißen, wie die Leute dastehen, kritiklos, ahnungslos. Ja, du redest jetzt von der politischen Seite, also Kommunismus und diese ganzen politischen Systeme, aber im Endeffekt ist es ja auch so, dass... Nein, er sprach vom Ökumenismus, also von von der Vereinigung der ganzen verschiedenen Glaubensrichtungen zurück unter der Kirche von Rom. Der Punkt, den man hierbei verstehen muss, ist ja, und das werden wir vielleicht erst verstehen, wenn wir ein bisschen weiter in die Lesung von Henry Gretton Guinness reingehen. Er schreibt das Buch 1888. 1888 hat aber der Ökumenismus schon längst, zumindest in England, angesetzt. Das fing ja schon damit an, dass überhaupt durch den Emanzipationsakt 1829, wo wir in der nächsten oder einer der Lesungen, nächsten Lesungen drauf eingehen werden, und dann später durch die Oxford-Bewegung überhaupt der Katholizismus seinen schrecklichen Kopf wieder hat durchdrücken können in England. Ja? Seine Fratze wieder hat offiziell zeigen können. Der Ökumenismus, den wir heute kennen, der ist ja lange, lange Hand vorbereitet. Wenn wir heute zurückgucken, 2018, auf das Jahr 1962, wo das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet wurde, im Dezember, glaube ich, das Zweite Vatikanische Konzil war ja eigentlich schon fast der Abschluss der ökumenischen Bewegung. Und das äußert sich ganz gut darin, dass innerhalb von weniger als 40 Jahren nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils die lutheranische weltweite Föderation mit dem römischen Katholizismus einen Vertrag abgeschlossen hat zur gemeinsamen Rechtfertigungslehre. Ja? The Joint Doctrine of Justification, wie das im Englischen heißt. Das wurde unterzeichnet am 31. Oktober 1999. Muss mal eben sehen, ob ich das hier irgendwo finde. Rechtfertigungs, vielleicht finde ich das unter Recht oder so. Ich habe da ein Bild von. Ich habe das ja öfter mal in meinen Videos mit eingebaut. Also der Ökumenismus ist lange, lange Hand vorbereitet gewesen und hat dann halt irgendwann nur noch zu... Hier, die Rechtfertigungslehre. Hier haben wir das Bild. Jetzt ist es nicht das Bild von dem Treffen selbst, aber hier geht es die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Lutherischer Weltverband sehen wir hier und päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Ja, also Ökumenismus. Hier in St. Anna am 31. Oktober 1999 unterzeichnet die beiden. Das ist ja im Grunde, das hier ist die totale Kapitulation. Ja? Die Kapitulation des weltweiten Lutheranismus vor Rom. 5 Jahre später, 2004, hat die Methodistische Weltweite Föderation dasselbe Papier unterzeichnet. Und andere sind nachgefolgt. Aber das ist im Grunde, also maximal 40 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil passiert. 1981 haben wir das Phänomen, das ich ja in einem Video mal angeführt hatte, ich weiß nicht, ob das inzwischen veröffentlicht ist, wo Ronald Reagan 1981 bei seiner Amtseinführung den Obelisken angesehen hat, also wo die Vereidigungsfeier des neuen Präsidenten in die Richtung gehalten wurde, dass man zum Osten des Weißen Hauses hinaustrat und den Obelisken angeschaut hat und in dem sein Angesicht sein Amt geschworen hat. Das war eine Geheimbotschaft für die eingeweihten Jesuiten und hohen Katholiken, um zu verstehen, dass in Amerika alle protestantischen Glaubensrichtungen von den Jesuiten so weit infiltriert wurden, dass von denen kein Widerstand mehr zu erwarten ist. Und da sprechen wir jetzt also inzwischen ja schon fast 40 Jahre zurück, ne? Ziemlich kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Henry Gretton Guinness spricht aus der Zeit von 1888 und da
hat der Ökumenismus noch nicht so die Früchte getragen. Da wurde noch stark dazu gearbeitet, weil in den Zeitpunkt 1880er Jahre, da kamen zum Beispiel ja auch erst die ersten verfälschten Bibeln auf den Markt, ne? Die RSV und sowas, ne? Also die König James dann abgelöst hatten, ne? Im englischsprachigen Raum, ne? Wann war das? 1980? 1880. 1880, ja. Ja. So, was war jetzt nochmal am 31.10.1999? Wie nennt sich das genau? Das ist, wie ich hier im Bild gezeigt hatte. Ja, ich kann es doch nicht gut lesen. Ja, ja, deswegen sage ich es dir ja nochmal. Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Joint Doctrine of Justification. Ich habe da Videos in Englisch drüber gemacht. Meine ersten Videos in der Spielliste Hour of the Truth. Die ersten drei Videos gehen darüber. Das ist in Englisch. Da analysieren wir ein Papier von Richard Bennett, wo ich ja auch ein Video gemacht hatte in Deutsch über die Bekehrung eines römisch-katholischen Priesters unserer Zeit. Der hat das Papier analysiert und das habe ich damals in Englisch mit Tom Fress besprochen in drei Sendungen. Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Unterzeichnet vom Lutheranischen Weltverband. Ich habe jetzt das Bild hier, ich weiß jetzt nicht. Nee, es reicht schon. Ich habe schon ein Ding. Ja, nee, ich hab sogar ein Bild. Ich habe sogar ein Bild der Unterzeichnung hier. Ich weiß jetzt nur nicht, unter welchem Titel habe ich das hier. Warte mal. Das ist ja nur für meine Grund hier. Ja, ich bin jetzt gerade mal eben das Bild, kurz am Denken, welchen Namen ich an das Bild gegeben habe. Vielleicht habe ich das Englisch genommen. Ja. Das ist in Englisch, siehst du, deswegen habe ich es nicht gleich gefunden. Hier siehst du das. Signing of the Joint Doctrine of the Doctrine of Justification, JDDJ, with Bishop Dr. Christian Krause and Edward Iris Cardinal Cassidy. Ja, also 1999 die Unterschreibung der gemeinsamen Rechtfertigungslehre mit Bischof Dr. Christian Krause hier auf der linken Seite, hier, ja, Bischof, der Protestantische, und Edward Cardinal Cassidy auf der rechten Seite, der Römische, die hier das Papier am 31. Oktober 1999, ausgerechnet eben am Reformationstag, unterzeichnen und damit im Grunde die Kapitulation des Protestantismus gegenüber der römisch-katholischen Kirche hier unterzeichnen. Das ist das Bild davon. Glaubst du, die Akteure sind sich ihres Handelns da komplett bewusst? Ja, das ist ja das große Problem. Jesus Christus hat ja schon gesagt, sie werden euch aus den Synagogen rausschmeißen und sie werden euch verfolgen und sie denken, dass sie Gottes Werk tun. Sie sehen ja auch sehr glücklich aus. Naja, es geht nicht darum, ob die jetzt sehr glücklich aussehen oder nicht. Also die Leute wissen schon ganz genau, was sie tun. Ja, aber sie glauben eben, dass sie wirklich Gott einen Dienst erweisen. Das Problem ist, dass sie nicht dem Gott der Bibel folgen, sondern dem Gott dieser Welt, dem Prinz der Luft, Satan. Aber sie selbst sind sich dessen in dem Moment auch nicht so bewusst, oder? Sie glauben, dass sie das Richtige tun, folgen zwar dem Falschen, aber verstehen ihre Situation eigentlich gar nicht, oder doch? Sie sind ja auch indoktriniert und als Jesuit darfst du ja zum Beispiel auch töten. Und es wäre ein kompletten Verstoß gegen die 10 Gebote und auch gegen die Lehre Jesu Christi. Ne? Die Moral der Jesuiten von Liguori, da muss man sich mal mit beschäftigen, das kann man ja mal durchlesen. Der ist ja der große Moraltheologe der Jesuiten, Liguori, aus dem 16. und 17. Jahrhundert, glaube ich. Wenn man sich damit beschäftigt, dann versteht man die Moral der Jesuiten. Und das Problem ist ja, dass die ganzen Seminare, also die Ausbildungsstellen, um einen Posten wie einen Pastor oder sowas zu bekommen, dass die von Jesuiten infiltriert sind, und zwar schon seit Jahrzehnten. Und dass man in diesen Ausbildungen eben auch zum Beispiel den Exerzitien des Ignatius Loyola zum Beispiel am Folgen ist. Das muss man ja auch verstehen. Die geistigen Übungen oder die Gehirngymnastik oder wie immer man das ausdrücken will, denen sich die Jesuiten unterwerfen, das wird auch von jedem abverlangt, der einem solchen Seminar folgt, mit der Absicht, um einen Beruf auszuüben im sogenannten
glauben, also in der römisch-katholischen Kirche sowieso, aber eben auch in protestantischen Kirchen. Und diese Leute, also diese Dinge, die dienen im Grunde dazu, um die Leute mehr oder weniger, um denen die Gehirne zu waschen. Und wenn man das mit sich tun lässt, dann ist man natürlich am Ende auch davon überzeugt, dass das richtig ist. Ich meine, ihr habt schon allem schon mal gehört von dem Kadavergehorsam der Jesuiten. Aber ein Jesuit, der diesen Kadavergehorsam ausübt, der ihn lebt, der ihn praktiziert, der hat kein eigenes Gewissen mehr. Der denkt nicht für sich selber. Das können wir uns als Selbstdenkende und Menschen, die unser Gewissen unserem Schöpfergott verantworten, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Aber bei denen ist das so. Und schau, wenn du kein Dieb bist, dann denkst du nicht wie ein Dieb. Wenn du kein Mörder bist, dann denkst du nicht wie ein Mörder. Deswegen können die Menschen, die diesen Gedanken nicht haben, sich schwierig in die Situation eines solchen Menschen einsetzen. Deswegen können wir uns schwierig einfühlen in die Position von den, die die beiden hier zum Beispiel haben, wo die jetzt hier den Vertrag unterzeichnen. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, wenn ich mal eben da eingreifen kann, dass viele Menschen halt uns als Spinner, wie auch immer, andersartige, seltsame und Aluhüte tragende Menschen darstellen. Die können sich nicht vorstellen, dass es Menschen gäbe, die in der Lage sind, solche Dinge zu tun, wie beispielsweise da im Fall Dutroux, wie Entführungen, wie Verstümmelungen und so weiter und so fort, Morde und. Können die sich alle nicht vorstellen, ist außerhalb ihrer Vorstellungswelt. Und die meisten, da gibt es ja so ein Buch wie von Gustave Le Bon, Die Psychologie der Massen aus dem 19. Jahrhundert auch, wo er darstellt, dass die Menschen als Masse wirklich nur noch ein triebhaftes Empfinden haben, da man selber auch als Individuum da untergeht und eigentlich das macht, was die Masse macht und sich so bewegt, wie die Masse da mitmarschiert. Und eigentlich dann einen schweren Stand hat, seine Individualität zu bewahren, weil man selber meint, gut, wenn das alle so sehen, müssen die ihr Recht haben. Ich habe jetzt für mich einfach mal bis jetzt ein plastisches Bild immer so gehabt, wenn ich so Besprechungen hatte mit Menschen, um sie da ranzuführen. Da habe ich gesagt, stellt euch vor, ihr seid in einem Fußballstadion. Ihr habt viel Geld für eine Karte bezahlt. Um euch herum sind alles Fachleute, sind alles Fans, die kennen jedes Spiel, jeden Spieler und alle ganzen Einzelheiten. Plötzlich, ihr habt eine Sekunde nicht aufgepasst, plötzlich springen alle auf und schreien Tor. Was macht ihr? Ihr schreit genauso Tor und springt auf, weil ihr nicht derjenige sein wollt, ja, der dann so über den hergezogen wird, der lächerlich gemacht wird, der Außenseiter ist. Ja, und 2 Sekunden später alle, oh, war doch kein Tor. Ist jetzt nur ein ganz vielleicht ein simples Beispiel, mir fiel im Augenblick kein besseres ein, um wirklich mal zu zeigen, welche Massendynamik das erreicht, wenn ihr... Wenn man Priester ist oder irgendeine Funktion der katholischen Kirche bekleidet und alles um einen herum, je geringer einer ist, desto mehr Leute hat er über sich, die alles besser wissen, die viel intelligenter sind und alle erzählen ihm eine Doktrin, dann glaubt der die. Und du kommst dann als Alexander, als Viktor, als Michael, als Jörg, was willst du denn? Welches Amt hast du denn? Was hast du denn studiert? Ja, das ist die schwierige Position, die eigentlich jeder hat, der mit solchen indoktrinierten Menschen zu tun hat, weil halt die ganze Medienmacht, die ganze Propaganda, die ganze Indoktrination einfach jetzt über Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende ja schon wirkt. Das waren meine 2 Cent. Ja, da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir in beiden Punkten. Auch die Unvorstellbarkeit der Grausamkeiten, die jeden Tag stattfinden, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Aspekt dessen, dass viele einem einfach nicht folgen können, wenn man sagt, dass die Welt so schlecht ist und so, so viel Verschwörungen tatsächlich stattfinden und Verbrechen gegen Menschheit, Menschlichkeit, Natur und Gott. Du, ich kann ja sagen, einer meiner Freunde, ein Bekannter von mir, ja, der ist mit 23 Messerstichen hingerichtet worden. Da war ich 20 Jahre alt in der Ausbildung. Ja. Also ich habe schon viel, viel Leid mitbekommen, zum Glück nicht selber, aber viel, viel Leid und viel, viele Situationen. Und deswegen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber die Menschen möchten gerne in ihrer Komfortzone bleiben. Und wenn die gehen halt lieber in die Kirche, in Anführungsstrichen, mit Prunk und Pracht und Glorie und sehen dann lieber zu, wie der Priester aus dem Kelch trinkt,
full abominations etc., was alles in der Offenbarung da steht, als nicht zu, als zu glauben, dass diese Institution der Ursprung alles Bösen sein kann. Es ist für die Leute unvorstellbar. Es ist für die Leute unvorstellbar. Ich habe auch noch kein Patentrezept gefunden. Im Endeffekt ist es so, die Menschen werden eigentlich, glaube ich, also Jörg ist da zumindest der Meinung und ich fichte dem absolut zu, die Menschen werden durch Jesus Christus eigentlich erweckt, beziehungsweise irgendwo hingeführt. Wenn die Jesus Christus annehmen, dann bekommen die auch zum Pfad der Wahrheit. Ja, dann müssen sie halt den schmalen Pfad gehen, der Pfad, der heißt, dass man sie halt je täglich eins zu Deutsch auf die Fresse bekommt deswegen. Dass man täglich ausgelacht wird, angefeindet wird, ausgegrenzt wird, gemobbt wird, und so weiter und so fort. Weil die Mehrheit der Masse halt einfach immer der Mehrheit folgt. Und die Mehrheit hat nie recht, weil die Mehrheit sich nie informiert. Ich habe diese Diskussion jeden Morgen, wenn ich auf der Poststation bin. Und jeden Morgen liegt die Bild-Zeitung proppevoll. Und jeden Abend, wenn ich da bin, ist die Proppe leer. Und ich frage mich immer, wer kauft eigentlich den ganzen Mist? Und da sagte der Chef der Poststelle zu mir am Freitag, die Leute kaufen das nicht, um informiert zu sein. Die Leute kaufen das, um mitreden zu können. Dabei sein ist alles. Ja, da kann man froh sein, wenn man sich hier treffen kann, so wie wir. Weil anscheinend hat man wohl selten das Glück, dass irgendwo ein Same richtig aufgeht. Also ich habe bei mir mal ganz kurz den Nachbarn nur kurz Bescheid geben wollen. Nicht mal gesagt, dass es unbiblisch ist, als es um die Taufe des fernen Kindes ging. Und ja, die Ignoranz ist halt so groß. Also ich glaube, man kann eher Glück haben, wenn man sich so zusammentrifft. Ich weiß zwar nicht, ob sich das wirklich so arg ausdünnt, wie Jörg mal im Gespräch gesagt hat, aber ich hoffe ja, dass eben dem nicht so ist. Schau, du kannst es halt einfach nicht wissen, ob dein Same nicht jetzt in einem Monat, in einem Jahr oder in 100 Jahren oder in 20 Jahren bei jemandem aufgeht. Das kannst du nicht wissen, aber du bist als Christ eigentlich meiner Meinung nach dazu verpflichtet, dein Wissen und deine Liebe dem anderen gegenüber weiterzugeben. Und die Liebe des anderen gegenüber, also liebe deine Feinde wie dich selber, kannst du ja im Prinzip auch auf den Glauben anwenden und kannst sagen, gut, die Menschen, die dich anfeinden, die musst du, da musst du letzten Endes auch für beten und die musst du dann auch lieben. Das heißt, du musst denen eigentlich dann auch versuchen, die Früchte weiterzugeben. Wenn sie sie nicht annehmen, gut. Aber es ist eigentlich deine Pflicht, aufgrund deiner Existenz hier und aufgrund dessen, dass dich der Heilige Geist dazu gebracht hat, überhaupt dieses Wissen anzunehmen und dieses Wissen weiterzugeben. Denn nur so kann ja die Gemeinde Christus eigentlich auch wachsen und gedeihen. Dieses Geschenk, was du bekommen hast, dieses Geschenk des Lebens, ja, dieses Geschenk dieser Existenz und auch das Geschenk der Einsicht selber in die Dinge selber, wenn du dieses nicht weitergibst, wofür hast du es dann erhalten? Wenn du es behalten würdest, wärst du ein Egoist, dann wärst du so wie der Gegenspieler in Jesaja 14,12, der sagt, ich werde über den Sternen mich erheben, ich werde, ich. Aber Jesus redet immer nur vom Du. Du sollst den Herrn, deinen Vater lieben mit all deiner Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der redet immer von Du sollst deinen Vater und du sollst deinen Nächsten. Das heißt, man erhöht sich nicht und er hat ja auch selber gesagt in der Bergpredigt, die sich erniedrigen werden, erhöht werden, so zumindest sinngemäß jetzt. Und da müssen wir uns einfach erniedrigen und sagen, wir sind eine absolute Kreation, die relativ unintelligent ist, auch wenn wir uns für das Gegenteil halten. Denn im Gegensatz zu einem Engel, zu einem wirklich spirituellen Wesen, sind wir strunzdumm. Und nichts anderes. Und das, glaube ich, sollte man sollte immer auf dem Boden der Tatsachen wieder zurück sein, was man ist und wofür man hier ist. Und man kann letzten Endes, glaube ich, keinen größeren Dienst dem Allerhöchsten erweisen, als letzten Endes jemandem zu sagen, du, weißt du was, egal wie du bist und egal was du von mir denkst, es ist egal, denn wir sind alle eine Rasse, wir sind alles Menschen und wir kommen alle hier auf diese Welt und gehen halt irgendwann wieder. Der Unterschied ist halt nur, wie wir unsere Zeit hier tatsächlich verbringen. Und ich möchte letzten Endes, dass die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit weiterbringen. Und denk doch mal drüber nach. Im Schön, Endeffekt, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, genau, können wir ja nicht mehr machen. Und guck mal, wie schlimm sind die Menschen dran, die jetzt zu uns kommen, mit falschen Versprechungen gelockt worden sind.
ich muss ja jetzt nicht immer Raus und Reiter nennen, aber wie schlimm sind die ganzen Menschen dran, die nur den Islam haben zum Beispiel und die rennen dann um Steinblock rum in Mekka und so weiter. Wie schlimm sind die Menschen dran? Im Endeffekt müssen die uns leid tun, obwohl die uns den Tod wünschen. Aber die müssen uns leid tun, weil die auch Menschen sind. Und deswegen habe ich auch, seitdem ich die Sachen von Jörg verfolge und jetzt doch ein bisschen einige Lesungen mitmache, einen ganz anderen Einblick auch erhalten, wo meine Pflicht liegt und wo mein Kernthema liegt. Und mein Kernthema ist letzten Endes, den anderen niemals aufzugeben. Guck mal, selbst ein Anton LaVey, der diese Kirche Satans gegründet hat und auch gesagt hat, ja, der Fernseher ist der Tempel Satans, selbst der soll der Überlieferung zufolge auf dem Sterbebett bitterlich bereut haben. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ich habe keine belastbare Quelle dafür, aber wie viele Menschen sind denn darunter, die ihr Leben lang ganz schlimme Dinge gemacht haben? Die vielleicht in den letzten 5 Minuten oder 10 Minuten, wo die wirklich merken, es geht zu Ende, ja, plötzlich den wirklichen Schleier wegfällt, ja, und die tatsächlich merken, oh, da gibt's noch was ganz anderes und was habe ich gemacht und die wahrscheinlich bitterlich weinen. Aber schau, es steht ja auch geschrieben, der Herr freut sich mehr über ein verlorenes Schaf als über 100 Gerechte, die nicht nötig haben, umzukehren. Und ich denke, wir sind halt einfach dafür da, um diese Schafe halt irgendwo nach vielleicht ein bisschen zu streicheln und zu sagen, guck mal hier, da gibt's ein Buch, da steht wirklich die Wahrheit drin. Lies doch einfach mal nach. Und du kannst ja immer noch, du musst es ja nicht direkt machen. Ja, ich sag's dir halt einfach, ich treffe ja auch so viele Menschen und ich verschenke auch teilweise Schlachterbibeln und solche ganzen Sachen, weil ich halt einfach nicht weiß, was passiert in 20, 30 Jahren oder irgendjemand findet dich schon und irgendjemand hat das und ich freue mich dann. Und ich freue mich halt einfach. Ich freue mich halt einfach, auch wenn ich vielleicht nicht mehr da bin, vielleicht freue ich mich dann weniger, dann schlafe ich ja und werde hoffentlich irgendwann mal aufwachen. Aber ich freue mich dann halt, weil du kannst halt nicht mehr als dein Bestes tun. Und ich denke, das ist das, was Jörg macht und das ist das, was wir alle machen. Das ist alles das, was ihr hier macht, was der Andreas hervorragend macht, was der Viktor klasse macht, was der Maximilian sich da reinkniet etc. Und alle anderen, die ich jetzt vergessen habe, Entschuldigung. Aber das ist ja das, wo alle wirklich versuchen, ihr Stück weit beizutragen. Und wenn irgendjemand ehrenamtlich eine alte Frau pflegt, eine Nachbarin, die nicht mehr essen kann und die nichts mehr kann und da sein ganzes Leben veropfert, da habe ich mehr Achtung für als derjenige, der da rumprahlt, wie viel Geld er schon für irgendwelche karitativen Organisationen ausgegeben hat. Denn das ist wahres Christentum. Wahres Christentum ist das, was man im Verborgenen macht und halt einfach keinen Lohn dafür bekommt. Und in dem Sinne sind, glaube ich, alle, die hier vertreten sind und ganz viele Leute da draußen, die diese ganzen Seminare hören, wahre Christen, wahrliche Christen, ehrliche Menschen, ja, Menschen, die Nächstenliebe wirklich praktizieren, die ihre Eltern pflegen, die ihre Einkäufe für Verwandte und so weiter. Und schauen Sie, schau, das ist doch letzten Endes auch das, was den Menschen dann tatsächlich ausmacht, die Empathie anderen gegenüber. Darf ich dir mal eben kurz ins Wort fallen? Tue ich ungern, weil du hast einen wunderschönen Redefluss und du sprichst ganz tolle Sachen. Ich bin ja eh von. Aber ich möchte das gerne untermalen mit der Bibel. Naja. Matthäus Kapitel 6. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um vor ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das Kapitel fährt noch eine ganze Zeit fort und kommt im Grunde im Vers 19 und folgenden zu dem Schluss, wo Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und wir können nicht in das Herz eines Menschen schauen. Das kann nur unser Herr.
Von daher ist es nicht an uns, um zwischen Anführungszeichen jemanden, der falsch tut, zu verurteilen, sondern wir müssen sorgen dafür, dass wir eine Saat säen. Und wenn er die Saat annimmt oder nicht, dann ist das an Gott. Das ist genau wie ein Bauer, der sein Feld pflügt und dann seine Saat vergräbt und dann gibt Gott, wie man so schön im Englischen sagt, ich kann es jetzt im Deutschen gar nicht sagen, God gives the increase. Gott sorgt dafür, dass der Same aufgeht und dass der Same Früchte trägt. Und das ist mit dem Evangelisieren genau dasselbe. Und was die Rasse angeht, auch ein Thema, das angesprochen wurde, das hat Henry Gretton Guinness am Anfang der Lesung ja auch angesprochen, dass wir eben eine Menschenrasse sind. Ich bin da gar nicht weiter drauf eingegangen, auf die ganze Blutgeschichte und Rassengeschichte und Gelbhäutige und Grünhäutige und Rothäutige und Schwarzhäutige und Weißhäutige und Gelbhäutige und was weiß ich nicht alles. Wir sind eine Menschenrasse. Ja? Das ist auch ein Punkt, den Henry Gretton Guinness da gemacht hat. Aber bitte, Michael, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte dir etwas aber mit anfangen. Der Rasse kann ich direkt mal eben reinwerfen. Steht ja auch nicht anders in der Bibel. Es gibt ja nicht eine Bibel für Indianer, eine Bibel für Gelbhäutige, eine Bibel für irgendjemanden. Also im Endeffekt ist es ja nun mal halt so, dass der Mensch halt einfach eine Schöpfung ist. Es ist ein geschöpftes Wesen. Genauso wie, und da finde ich immer den Gag dabei, wie Satan. Ja, Satan ist ein geschöpftes Wesen. Und wie kann ich einen geschöpften Wesen, wenn ich das mal so weiterdenke, wie kann ich dem folgen, denn ein geschöpftes Wesen ist letzten Endes dann auch nur ein Abbild. Ja, ist dann auch nur, wenn ich so will, ein Götze. Ist ein Abbild, ist ein geschöpftes Wesen, natürlich ist ein spirituelles Wesen. Jeder Mensch ist dem Teufel im Endeffekt ausgeliefert, weil ein Teufel als spirituelles Wesen, als damals der schönste Engel und einer der höchsten und so weiter und so fort, und da kann kein Mensch gegen bestehen, deswegen sind wir ja auch von der Gnade abhängig. Aber dennoch bleiben wir ja alle geschöpfte Wesen. Selbst Satan ist ein geschöpftes Wesen. Also, verehre ich jetzt die Schöpfung oder verehre ich den Schöpfer? Ich habe sonst nichts dazu zu sagen. Ich esse gerade, ganz ehrlich gesagt, gemütlich mein Wassereis, weil ich irgendetwas essen und trinken muss. Ist aber ja auch in Ordnung. Wir sind ja inzwischen auch bei einer Stunde angekommen. Und ja. Sind zwar einige Leute da, aber wenig Beteiligung. Viele haben vielleicht auch noch Angst. Die könnt ihr ruhig ablegen. Ich meine, ist ja nicht, weil das hier als Video veröffentlicht werdet, dass ihr euch da nackt irgendwo ins Internet begebt. Jeder gibt selbst frei, was er freigeben will. Aber ich würde sagen, da wir jetzt bei einer guten Stunde angekommen sind, werde ich das Video hier soweit abschließen. Und wenn man noch Nachbetrachtungen hat, dann kann man das natürlich auch noch im Gespräch machen. Ich werde die Kamera jetzt gleich abschließen und das damit zum Ende bringen. Aber der Skype-Call, selbst wenn ich auflege, die Leute, die damit verbunden sind in dem Gespräch, sind immer noch in der Gruppe und können natürlich auch untereinander gerne weiterschnacken. Aber die Diskussion zu Romanismus und die Reformation zur ersten Endung, die wir heute am 16. September Sonntagabend hatten, die möchte ich hiermit zum Abschluss bringen. Und ich wünsche allen Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Maranatha. Die 10 Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn Eigen sollst du meiden.